Das wäre jetzt cool, wenn diese Hymne jetzt käme oder irgendeine Titelmelodie. Die müssen wir jetzt dringend komponieren. Jetzt wird es richtig hell. Herzlich willkommen hier in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und an den Bildschirmen da draußen bei YouTube im Stories and Strips Kanal. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend einen Comicabend machen mit Selber. Hallo. Ja, darf ich auch was sagen? Selber ist der erste Gast aus dem Ausland, den wir seit über einem halben Jahr begrüßen können bei Stories and Strips oder bei anderen Comic-Veranstaltungen. Und sie versteht aber total gut Deutsch und spricht es noch besser, was daran liegt, dass sie eine Deutsche ist. Aber es zählt jetzt trotzdem als Frankreich. Das ist ganz wichtig, weil man dadurch auch ermessen kann, welche Mühen sie auf sich genommen hat. Also sie hat eine lange Tour vor sich hier, das sind 7, 8 Termine. Acht Lesungen. Sie kam gestern aus Saint-Étienne, Hochrisikogebiet. Und Corona-Test ist aber negativ. Zweimal negativ, doppelt negativ. Zweimal negativ. Gibt nicht Plus, wie man das in Mathe gelernt hat, sondern gibt total negativ. Ja. Du hast dich erst in Frankreich testen lassen, dann nochmal auf dem, was war cooler, wo war es lustiger, sich testen zu lassen? Also es ist nicht die gleiche Technik. In Frankreich ist man durch die Nase und hat mir so ein bisschen im Gehirn gekitzelt. Mhm. Und in Frankfurt am Flughafen gehen die in den Rachen und das ist beides nicht so richtig angenehm, aber auch nicht schlimm. Okay. Ja. Das ist wie die unterschiedlichen Rudertechniken zwischen Ost und West. Genau. Die sind so ein bisschen, ja, da kommen wir darf gleich ich, darf ich auch was sagen? Darf ich mich bedanken, dass ich hier sein darf? Ich freue mich nämlich ganz besonders, dass ich hier sein darf und bedanke mich auch beim Institut Français und beim Schreiber- und Leserverlag, dass diese schöne Tour organisiert haben. Und ich freue mich auch ganz doll, dass mein kleiner Cousin da ist, der Krishan, und Ruderinnen. Der ist gar nicht so klein, oder? Wenn es der ist, nein, der gerade gewunken hat. Das ist aber mein kleiner Cousin. Ach so, okay. Und dass es auch Rudergesichter gibt von früher und da freue ich mich auch ganz, ganz schrecklich. Oh, Rudergesichter. Ja. Sehr schön. Sie haben schon gemerkt, ihr habt schon gemerkt, es geht heute um Rudern und deutsche Einheit und was es miteinander zu tun hat. Also beim Institut Français hast du dich schon bedankt. Schreiber und Leser kann man auch abhaken. Ich bedanke mich auch nochmal beim Institut Français, besonders bei Dominique Petre, die mit unglaublicher Mühe und Hartnäckigkeit, und das braucht man in dieser Zeit, es möglich gemacht hat, dass diese Veranstaltung hier realisiert wird. Ich bedanke mich ganz besonders bei der Bildungsstätte Anne Frank, die uns diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Das machen die immer wieder, aber es verdient nochmal ein extra Lob, weil in diesen Zeiten die Räume, wo wir sonst sind, oft sehr defensiv reagieren. Das verstehe ich auch. Mhm. Und die Bildungsstätte macht selber regelmäßig Veranstaltungen, haben ein gutes Konzept und ja, tolle Räumlichkeiten dafür. Morgen wird hier übrigens eine Ausstellung eröffnet, die kann man oben schon mal sehen und die lohnt sich unbedingt, unbedingt. Wir bedanken uns auch bei der Stiftung Gottfried Michelmann, die einiges an Geld gegeben hat, einfach um diese Reise möglich zu machen, um diesen Abend möglich zu machen. Denn ich bin so teuer. Stimmt. War jetzt ein Witz. Genau, und bei Selba bedanke ich mich natürlich auch. Ich finde es klasse. Hast du Angst gehabt? Ich habe total Angst. Ja, aber nur, weil du nervös bist jetzt wegen der Lesung, oder? Ja, ich bin tatsächlich, es gibt ja in meinem Alter nicht viele Dinge, die ich noch zum ersten Mal mache, aber ich bin tatsächlich eine Lesungsjungfrau. Ich habe noch nie einen Comic aus Sprechblasen vorgelesen. Das wird jetzt heute die Premiere. Und liegt es daran, dass niemand dich bisher wollte oder dass man das in Frankreich nicht tut? Also ich glaube, es gibt einige, die machen das jetzt. Mir hat man das noch nicht angeboten. In Frankreich ist das eher immer so in dem Format mit Fragen und Antwort stehen und danach signieren. Aber vorlesen musste ich noch nie. Also das wird jetzt gleich lustig. Das scheint aber irgendwie ein bisschen eine deutsche Spezialität zu sein. Also wir erleben das immer wieder, gerade bei der Buchmesse, wenn Gäste aus dem Ausland kommen, die dann sagen, wie soll das funktionieren? Aber es geht ganz gut. Ja, was passiert heute Abend? Wir werden über dieses tolle Buch sprechen, im selben Boot von Selba. da kann man auch dumme Wortspiele machen, fällt mir gerade ein. Es ist aber wegen ich selber, weil in Frankreich war es sehr schwierig mit meinem schäbigen Vornamen, den meine Eltern mir ausgesucht haben. Wiebke? Kann man in Frankreich, kann die damit nichts anfangen. Und dann war halt ständig immer dieses
Wie spricht man das denn aus? Die haben nicht mal den Buchstaben W, oder? Ja doch, aber der wird W ausgesprochen. Und wie sagen die zu Wiebke? Wiebke. Das war ganz merkwürdig und dann habe ich mir gedacht, nee, das nicht bei jedem, der jetzt anhält und fragt, wie spricht man das denn aus? Und dann habe ich mich für ein Pseudonym entschieden. Und das ist dann halt ich selber. Das war jetzt meine erste Frage. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Das zweite Mal. Du antizipierst alles. Ja, ich kann Gedanken lesen. Also es ist aber in Frankreich auch ein bisschen verbreiteter, sich Künstlernamen zu geben, oder? Ja, gerade wenn man so Sachen aus seinem intimen Leben erzählt, ist es manchmal ganz praktisch, sich hinter einem Pseudonym zu verstecken, finde ich. Also. Okay. Und so wirst du in der Szene oder wenn du mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zu tun hast, dann auch selber genannt oder sagen die dann? Das kommt drauf an. Also die ich persönlich kenne, die sprechen mich mit meinem echten Vornamen an. Die habe ich dann ja auch so ein bisschen gedrillt, wie das sich das anhören aussprechen muss. Aber die mich wenig kennen, die sagen selber. Es gibt eine ganze Reihe nämlich von Künstlernamen, die alle, die mir eingefallen sind, fangen mit Z an. Citru, Sepp, Sero Calciare. Aber Z ist jetzt nicht was, was man unbedingt braucht im Künstlernamen. Du hast den einfach so selber ausgesucht. Ich habe eines Tages aufgewacht und gesagt, ich brauche jetzt einen Künstlernamen. Ja, aber wenn ich jetzt selber mit S geschrieben hätte, dann hätten die das ja wieder selber ausgesprochen. Mhm. Das wollte ich ja auch nicht. Also, ich wollte schon, dass es deutsch klingt, aber französisch geschrieben ist. Bevor wir lesen, ganz kurz die Rahmendaten zu diesem Buch. Ist es eine Auftragsarbeit? Kamst du selber da drauf? Wie ist es entstanden? Also im Comic-Bereich mache ich überhaupt keine Aufträge. Das mache ich alles. Das ist einfach, wenn man da normalerweise an ungefähr ein Jahr an einem Buch arbeitet. Hier hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, weil ich die Idee zu spät hatte. Hatte ich nur 7 Monate. 160 Seiten in 7 Monaten ist gar nicht so lang. Also das ist nein, ich habe die Idee selber gehabt, weil halt 30 Jahre Mauerfall, da dachte ich, mein Gott, 30 Jahre ist das schon her. Da habe ich überlegt, was habe ich eigentlich zu der Zeit gemacht? Ach ja, da habe ich gerudert. Und das war wirklich, die Reihenfolge war wirklich die, zuerst der Mauerfall, dann deine Ruderkarriere. Also, weil, wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen, wir sind hier zusammen mit einer Weltmeisterin. Das ist das erste Gespräch. Juniorin. Egal, dass ich mit einer Weltmeisterin führe. Also Junioren-Weltmeisterin, aber trotzdem Weltmeisterin. 1990. Ja. Und zwar im Doppelzweier ohne. Nee, Doppelzweier. Nein, im Zweier ohne. Im Zweier ohne. Was heißt denn ohne? Ohne Steuerfrau. Gibt es Zweier mit Steuerfrau? Nee, es gibt Zweier mit Steuermann, aber. Okay. Bei Männern gibt es das, Frauen brauchen jetzt nicht noch eine Steuerfrau mitzuschleppen. Das sind so unsere kleinen Privilegien, die wir haben. Wir werden uns noch ein bisschen mit dem Rudern beschäftigen. Ich würde auch sagen, wir legen jetzt einfach los, damit jeder mal weiß, um was es geht und wie so dein Ton ist. Und genau, also die erste Lesung in der Geschichte der Menschheit von Selba, die Sprechblasen liest. Ach du Schande. Im selben Boot. Wir können. Bei Seite 10 fangen wir an, ne? Ich glaube schon, so ungefähr. Okay, gut. Ich sag dir dann, wenn es nicht mehr stimmt. Okay. Mit 13 war ich meiner Schwester tatsächlich in den Ruderclub gefolgt. Okay. Ich hatte Anja geklebt. Da ich groß und dünn war, bin ich bis 15 erstmal Leichtgewicht gerudert. Während dieser ersten Saison war der Hunger mein ständiger Begleiter. Ich durfte damals mit 1,77 Meter maximal 53 Kilo wiegen. Da knurrt man schon mal mit dem eigenen Magen um die Wette. Musst du mir eigentlich immer was vorfuttern? Du bist dran. Ich dachte, du liest beide Schwestern. Wenn du nicht ständig an mir kleben würdest, sähst du mich auch nicht essen. Britta skulte im Doppelzweier. Im Doppelvierer, Verzeihung. Ich im Doppelzweier. Alle beide in der Junior-B-Klasse und alle beide mit großem Erfolg. Tada! Tada! Noch mehr Medaillen, das ist ja ganz wunderprächtig. Ja, ja, wunderprächtig. Sag uns lieber, was es zu essen gibt. Kotelett, Kartoffelpüree und Blumenkohl mit Sahnesoße für Britta. Und für dich wie immer gedämpfte Möhren mit trockenem Reis. Die Kehrseite der Medaille.
Die Saison 1988 endete für uns im Juni mit den deutschen Jugendmeisterschaften in Köln, von denen Britta und ich siegreich heimkehrten. Guck mal, Schwesterherz. Ich auch, genau wie du, haha. Meine Euphorie war grenzenlos. Nicht nur wegen der Medaille, sondern weil ich jetzt essen durfte. Nie wieder wässrige Möhren. Ich hätte gerne 13 Kugeln, aber bitte mit Sahne. Etwa alles in einem Hörnchen? In den folgenden Monaten futterte ich für 4 und legte 6 Kilo zu. Mit 15,5, 2 Jahre nach meinen Freundinnen, bekam ich endlich meine Tage. Was für eine Erleichterung. Halleluja. Je länger ich darauf gewartet hatte, desto größer war die Angst geworden, für immer das kleine Mädchen zu bleiben. Die Erleichterung wich jedoch schnell einem gewissen Bedauern. Ich kann heute nicht rudern, Coach. Ich habe solche Bauchschmerzen. Ich habe nämlich meine Tage. Hast du Fieber? Anfangs habe ich... Gebrochenes Bein? Aus. Oh, ich wollte jetzt erstmal hier... Machen wir so. Anfangs habe ich keinen Hehl daraus gemacht, dass ich nun auch eine Frau war. Jetzt kannst du fragen, ob ich Fieber habe. Okay. Hast du Fieber? Nein. Gebrochenes Bein? Dann geh dich mal ganz schnell aufwärmen. Wenn du in 15 Minuten nicht auf dem Wasser bist, ist hier der Teufel los, klar? Du hättest einen richtig guten Trainer abgegeben. Beiß die Zähne zusammen, man gewöhnt sich dran. Oder hast du mich etwa schon mal ein einziges Training deswegen verpassen sehen? Ich bin aber nicht du, Britta. Nein, ich war nicht Britta, obwohl ich alles gegeben hätte, wie sie zu sein. Oder noch besser, sie zu sein. Jetzt müsste Musik kommen, finde ich. So ein bisschen sphärisch, hymnisch. Ja? Das ist Britta. Okay. Britta, meine ein Jahr ältere Schwester, mein Idol, meine Religion, mein Engel und meine Teufelin, meinesgleichen und mein krasses Gegenteil, mein Ein und Alles. Es war nicht immer einfach, die zweite Tochter zu sein und nicht der ersehnte Sohn, zumal meine Eltern ein bisschen so taten, als hätten sie einen. Mit Mühe und Einfallsreichtum habe ich ab und zu die Aufmerksamkeit der Eltern auf mich ziehen können. Mama? Ach komm, jetzt reicht's aber. Eben hast du noch nicht gestottert. Oh je, die arme Maus, sie zieht ja ein Bein nach. Keine Angst, die ist topfit. Bloß nicht beachten, das ermutigt sie nur. Ich habe alles ausprobiert. Von der Draufgängerin bis zur Nervensäge. Nervensäge habe ich beibehalten. Oh, wie hübsch unsere Britta ist. Und Wiebke, unser kleiner Witzbold. Im Schatten einer großen Schwester aufzuwachsen, hat auch seine Vorteile. Man vermeidet so manches Fettnäpfchen, das die Schwester immer einen Schritt voraus nicht ausgelassen hat. Britta sieht das alles natürlich ganz anders. Nicht sie hat mir Schatten gemacht, ich habe an ihr geklebt wie ein Schatten. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und nun wurde das Ganze noch dadurch gekrönt, dass der Coach uns in einen Zweier steckte. Ehrlich gesagt, ich fand's toll. Okay, Sisters, ich bin gestern ein wenig entgleist, sorry. Wäre schön, wenn wir in Zukunft solche Szenen vermeiden könnten. Britta, das ist dein letztes Jahr Junior A. Du musst jetzt wissen, was du willst, dich für Eckbillett qualifizieren oder mit deiner Schwester fetzen. In Eckbillett war nämlich 1990, das wissen die Damen, die da oben sitzen. Ich auch. Die Junioren-WM. Eure Beziehung kann noch geflickt werden, genau wie dieser Stuhl. Seht ihr? Glaubt mir, mit Fleiß und Einsatz könnt ihr hier die Seeköniginnen werden. Ein Trainer schmiert einem im Allgemeinen keinen Honig um den Bart. Wenn er keine Befehle schreit, hat er strategische Hintergedanken. Ihr seid gleich groß und gleich schwer und bewegen tut ihr euch auch gleich. Kompatiblere Ruderpartnerinnen als euch gibt's gar nicht. So, geht euch mal umziehen. Wenn wir auf einer soliden Basis aufbauen, werden wir auch etwas Starkes schaffen. Die Seekönigin, jetzt mal ehrlich. Ich weiß nicht, was der Coach genommen hat, aber ich habe den Eindruck, dass das was ganz schön Starkes war. Und das symbolschwangere Klebeband zum Totlachen. Verdammte Scheiße!
Vielleicht waren wir doch nicht unempfänglich für die Idee der Seeköniginnen. Jedenfalls stritten wir uns während des Trainings etwas weniger. Schluss mit dem Honig um den Bart. Naja, Bärte hatten wir eh keine. Anfang November 1989. Bei Wintereinbruch sind die Wetterbedingungen nicht immer rudergünstig. Leistungssportler verbringen die meiste Zeit in der Folterkammer oder laufend auf irgendwelchen Waldwegen. Ich habe eigentlich nie gerne gerudert. Dieser Sport ist echt anstrengend, monoton und umständlich. Der Winter brachte den Trainingseinheiten immer eine mir sehr willkommene Abwechslung. Auch wenn ich fürs Hanteln noch weniger übrig hatte als fürs Rudern. Dennoch muss ich zugeben, dass Rudern im Winter etwas Magisches hat. Wenn das Licht schwächer wird, der See mit seiner letzten Wärme die kalte Luft benebelt und das Rauschen des Blutes in unseren Adern die Stille erfüllt. Das hat schon was. Mit 16 war ich allerdings nicht sehr empfänglich für die Schönheit der Natur. Ein hübsches Dekor ändert nun mal nichts an abgefrorenen Fingern und müden Muskeln. Puh, tut mir der Hintern weh. Meiner auch. Mach dir halt ein positives mentales Bild. Stell dir einfach Stefan vor, wie er auf dem Steg auf dich wartet. Mit ausgebreiteten Armen und gespitzten Lippen. Britta, die geborene Sklaventreiberin. Was Liebeleien betraf, war der Club eine geschlossene Gesellschaft. Wir hatten keine Zeit, uns mit Nichtruderern zu treffen. Jede freie Minute verbrachten wir am See. La, 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 macht, was ihr wollt, Leute, solange das Training nicht darunter leidet. Es war ein lustiges Durcheinander, eine Art Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Herzen wurden kurz verliehen. Nur Britta hatte schon einen festen Freund. Im März 1989 war ein neuer Ruderer zu uns gestoßen. Stefan kam aus einem Club stromaufwärts der Ruhr. Seine Frechheit hat mir sofort gefallen. Er war es, der mir an einem Regentag bewusst gemacht hat, dass mein Mädchenkörper wohl doch weibliche Attribute hatte. Ist dir kalt? Nee, ich war gerade laufen. Wieso sollte mir kalt sein? Sieht aber fast so aus. Schön. Hat er so gesprochen? Ja, total. Oder? Ich weiß es nicht. An diesem Tag musste ich mich sehr schnell entscheiden, ob ich erstens auf immer und ewig das Gespött der Jungs und vor allem Stefans bleiben wollte oder zweitens meinem nassen T-Shirt zum Trotz zurückfeuern sollte. Ach du Armer, sowas hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Na los, dann glotzt mal, ihr Dumpfbacken, und viel Spaß beim kollektiven Onanieren unter der Dusche. Na dann Option 2. Im November? Richtig, ich bin dran. Ja. Im November gingen Stefan und ich seit 3 Monaten zusammen. Unter der Woche sahen wir uns am See. Sonntags nachmittags hatten wir frei und diese Momente waren dem Studium der Liebe gewidmet. Hallo Wiebke, geh ruhig direkt runter. Stefan ist in seiner Höhle. Ich habe schreckliche Lust, mit dir zu schlafen. Das ist mir zu früh. Ha, genau, 16 Uhr. Gar nicht so früh, wenn du in einer Stunde weg musst. Schlaumeier. Hoffentlich spielst du nicht dasselbe Spiel wie deine Schwester. Meine Schwester? Was hat Britta dir denn getan? Von mir nix, aber Alf. Man munkelt, sie hätte ihn ein ganzes Jahr lang zappeln lassen, bevor es zur Sache ging. Munkelt man? Zappeln lassen? Hm. Tauscht ihr eigentlich diese Art wichtiger Infos in der Umkleide aus? Na, gib's zu und sag mal, wie spielt sich das ab? Wird über die Zähigkeit der Mädchen im Club vor oder nach dem kollektiven Onanieren beraten? Die XY habe ich schon nach 2 Tagen gevögelt. Vorsicht, die so und so hat ganze 8 Monate Widerstand geleistet. Na? Essen, 10. November 1989. Gymnasium Beate Maria Virginis, Schule für rund 1300 möglichst wohlerzogene und möglichst katholische Mädchen, gut bewacht von Augustiner Chorfrauen. Dazu lese ich aber jetzt mal die Fußnote, das ist nämlich wichtig, denn so katholisch bin ich gar nicht. Hört man wahrscheinlich schon. Weiß der Geier, wie meine Mutter die Schuldirektorin, Schwester Angelika, zur Aufnahme ihrer beiden gottlosen und ungetauften Töchter bewegt hat. Hatte sie die Nonne mit der Rettung unserer Seelen gelockt?
Verdammt, glaubt er eigentlich, ich hätte ein Verfallsdatum auf dem Arsch eingraviert? Hier sind Schimpfwörter, hier sind ja Kinder anwesend. Das stimmt. Ungeöffnet, mindestens haltbar bis, scheiße. Und alles, was dem nur einfällt, ist, dieser Stefan. Pech für ihn. Jetzt kann er erstmal ein Jahr lang zappeln, so viel ist sicher. Um ehrlich zu sein, ist mir das auch lieber so. Ist schon eine komische Vorstellung, oder? Ich finde, unsere Jungfräulichkeit steht uns prima. Und wenn sie erstmal futsch ist, finden wir sie nie wieder. Sehr witzig. Kinder! 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 Ist es nicht schlicht wunderbar? Ich nehme an, ihr sprecht auch gerade davon. Es ist unglaublich. Endlich werde ich meine Cousine wiedersehen. Welche Cousine? Na, Caroline, was für eine Frage. Meine Cousine aus Dresden natürlich. Ach so, warum denn? Ja, aber wisst ihr es denn nicht? Gestern Nacht ist in Berlin die Mauer gefallen. Schwester Heriburg. Geiler Name. Unsere Klassenlehrerin in der Unterstufe sah aus wie ein als Nonne verkleideter Gartenzwerg. Tut mir leid. Jakob, das bleibt jetzt an dir. Aber ist gut. Nonne, Gartenzwerg, stimmt. Alle Grenzübergänge in Ostberlin sind seit Mitternacht geöffnet. Nein, wirklich, Mädels, das ist ein historisches Ereignis von hoher Bedeutung. Was kann euch bloß so sehr beschäftigen, dass ihr das nicht mitbekommen habt? Ach ja, die Cousine aus Dresden. Als wir noch in Schwester Heriburgs Klasse waren, haben wir der Cousine jedes Jahr zu Weihnachten ein dickes Paket in die DDR geschickt. Alle brachten Sachen mit, die in Ostdeutschland schwer oder gar nicht zu bekommen waren. Guten Kaffee, leckere Schokolade, aber auch Kosmetika und anderes. Aber woher sollen wir denn wissen, was man drüben nicht kaufen kann? Ganz einfach, Wiebke. Überleg mal, was du am liebsten magst und du kannst sicher sein, dass man es in der DDR nicht findet. Wenn ihr könnt, bringt die Sachen ruhig dreifach mit. Meine Cousine verteilt sie dann an ihre Familie und Freunde. Meine liebe Helga, ich hoffe, es geht dir gut und so weiter. Anschließend wurde ein Brief verfasst. Er durfte nur von einer Person geschrieben und unterzeichnet werden, denn Gruppensendungen waren verboten. Sie wurden ausgesiebt und gingen verschütt. Ich möchte euch daran erinnern, dass der Brief keine zweideutigen Fragen enthalten darf. Auch keine Beschreibung unseres westlichen Lebensstils. Alle Post wird geöffnet und muss vom DDR-Regime genehmigt werden. Offiziell gab es keine Zensur in der DDR. Das Regime heuchelte Presse- und Meinungsfreiheit vor. Aber wir wussten, dass die Wirklichkeit anders aussah, dass alles kontrolliert und alle überwacht wurden. Nachdem wir uns kurz für unsere Ignoranz geschämt hatten, freuten wir uns sehr darüber, dass die Ostdeutschen ihre Ketten endlich los waren. So cool. Ich frag mich, wie die ostdeutsche Jugend aussieht und ob die genauso reden wie wir. Das waren auch Deutsche, klar. Aber 40 Jahre Trennung hatte sie zu einem Nachbarvolk gemacht, das Fremder nicht hätte sein können. Jedenfalls haben die nicht das gleiche Schulsystem. Und alle Autoren durften die bisher auch nicht lesen. Kafka, Gras und Frisch waren tabu. Verrückt. Von jetzt an können sie diese Bücher ja im Westen kaufen. So einfach ist das nicht. Die haben ja nur Ostmark. Oje, stell dir mal vor, du kommst in West-Berlin an und kannst nicht mal in ein Café gehen. Auch wieder wahr. So, Kinder, geht jetzt mal in die Klassenräume. Ach, Wiebke, bevor ich es vergesse, bestell doch bitte deiner Schwester eine gute Besserung von uns Lehrern. Sie hatte heute Morgen wieder in Mathematik gefehlt. Sie hatte starke Zahnschmerzen, glaube ich. Ein Weisheitszahn, oder? So, jetzt kommt der 9. November. Jetzt kommt 89. Eine sehr anspruchsvolle Lesepassage, aber ihr werdet es verstehen. Soll ich die Uhrzeiten machen? Mach mal die Uhrzeiten. Okay. Zwischen 9 und 16 Uhr. Kompromisse, ich hasse das Wort. Das Zentralkomitee der SED verabschiedet ein neues Gesetz über die Erlaubnis von Reisen aus der DDR. Die Spielverderber, wenn man mal nicht mehr sein eigenes Volk wegsperren darf. Also ich warf das Handtuch. Am Vortag war quasi das ganze Politbüro aus Protest zurückgetreten. 17.30 Uhr.
Vorsicht, verbrennen Sie sich nicht die Flossen, Schabowski. Günther Schabowski, erster Sekretär der SED-Bezirksleitung von Ost-Berlin und Pressesprecher, nimmt den Gesetzestext entgegen. So, jetzt kommt 19 Uhr. Das war genau. Ein super Move. 19 Uhr. Die Regelung gilt nach meiner Kenntnis ab sofort. Günther Schabowski verkündet das neue Gesetz. Demnach hat jeder Bürger der DDR das Recht, ein Visum zu beantragen und das Staatsgebiet an jedem beliebigen Grenzpunkt zu verlassen. Die Grenzen der DDR sind offen. Pressemeldung DPA. 20 Uhr. Nee, 20 Uhr dann pfeifen. Okay. Ja, jetzt. Ist aber gut. Die Tagesschau verbreitet die Nachricht und bestätigt das neue Gesetz, demzufolge die Mauer durchlässig geworden ist. Kommen Sie wieder rüber, ne? Nee. Ist noch es geht so rum. Sorry. Ja, das ist ganz gefuchst. Ab 20.30 Uhr. Die Berliner strömen in hellen Scharen zum Kontrollpunkt Bornholmer Straße. Tor auf! Tor auf! Macht Tor endlich das scheiß auf. Tor auf! Schon wieder ein Schimpfwort. Schießen wir in die Menge? Das war kein Befehl. Das Menschenmeer wird immer dichter. Lautstark wird eine Öffnung der Grenze gefordert. Doch die Soldaten unter Oberstleutnant Harald Jäger bleiben ohne Anweisungen. 22.30 Uhr. Die Ost-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera ruft die Bevölkerung zur Mäßigung auf. Vom nächsten Tag an wird man zu den üblichen Geschäftszeiten Ausreisevisa ausstellen. 23 Uhr. Nee, Soldat, das Feuer ist erloschen. Andersrum. Was machen wir, Herr Oberst? Feuern? Nee, Soldat, das Feuer ist erloschen. Abertausende haben den Grenzübergang Bornholmer Straße erreicht. Das Gedränge wird gefährlich. Bei Partei und Stasi herrscht Funkstille. Oberstleutnant Harald Jäger begreift, dass keiner mehr für die Geschehnisse verantwortlich sein will. 23.30 Uhr. Aus Mangel an Befehlen von oben öffnet Harald Jäger die Absperrungen an der Bornholmer Straße und wird unwillentlich zum Helden des Mauerfalls. Das wiegt ganz schön. Mitternacht. Alle Grenzkontrollpunkte der DDR sind offen. Die Mauer ist gefallen. Die Party kann beginnen. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Und dann? Tausende überqueren die Grenze und tanzen auf der Mauer. Von Westen her beginnen die Mauerspechte, bewaffnet mit Hammer und Meißel, mit dem Abriss des Grenzwalls. So. Das war schon. Das war schon der erste Teil. Puh. Wir können wieder Licht gebrauchen. Dankeschön. Also vielleicht, wenn es Ihre erste Lesung war. Und ich bin auch... Bravo, Jakob. Also ich finde, das merkt man überhaupt nicht. Nein, ich bin nur knallrot geworden, aber... Vor Aufregung. Ach, wegen der Sexszenen, oder? Nein, da waren doch noch gar keine. Stimmt. Aber man hat drüber... Naja, schon ein bisschen. Man hat drüber geredet. Für die Jüngeren hier reicht es, glaube ich. Nee, da werde ich nicht mehr rot. Nicht in meinem Alter. Ich habe eine ernsthafte Frage an dich. Also seriös. Ich arbeite beruflich auch mit Jugendlichen zusammen, so ab 15, 16, 17 und dann ein bisschen älter. Und bin immer wieder mit der Frage konfrontiert, die ich jetzt an dich richten möchte. Was muss man deiner Ansicht nach mit 16 oder 17 mitbekommen von der Politik? Und jetzt nicht nur aus Schwester, wie hieß sie nochmal? Heliburg. Ja, Heliburg. Was findest du, muss man mitkriegen? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich war, wie gesagt, das merkt man ja wahrscheinlich auch im Buch, noch nicht so politisiert. Mich hat das politische, also politisches Interesse war bei mir in dem Alter tatsächlich noch nicht da. Ich hatte aber auch Freundinnen, die schon Zeitung gelesen haben und da sehr interessiert waren. Bei mir hat sich das halt erst später entwickelt. Bin vielleicht auch ein Spätzünder, aber ich glaube, da gibt es keine Regel. Ich weiß nicht, was man so mitbekommen muss. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, man interessiert sich so ein bisschen, was in der Welt passiert und wird da so ein bisschen reingeschubst, aber ob es da eine Regel gibt, weiß ich nicht. Du hast ja selber Kinder, die jetzt 18 und 19 sind. Mhm. Wenn du da jetzt dir das vorstellst oder dich erinnerst, wie das bisher war, also guckt ihr zusammen Nachrichten oder
sagst, du liest mal dieses Buch. Wissen die, wer Donald Trump ist? Ja, klar. Also das, ich glaube, dass das heute auch noch mal ein bisschen einfacher ist als für uns früher. Ich glaube, der Informationsstrom ist einfach heute so immens durchs Internet, durch die holen sich halt auch sehr viele Infos aus dem Netz. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, dass man die Quellen nochmal checkt. Aber also Nachrichten gucke ich mit denen nicht. Wir haben nämlich gar keinen Fernseher. Wir hören Radio und klar habe ich denen auch schon mal Bücher untergeschoben, aber ich lasse die einfach auch so ein bisschen selber gucken, für was die sich interessieren. Also habe ich auch keine Zeit, mich viel um die zu kümmern. Ich sitze den ganzen Tag nur am Schreibtisch. Ach so. Du weißt gar nicht mehr, wie die aussehen wahrscheinlich. Die kennen mich auch nur von hinten. Jetzt noch eins weitergedreht. Wie präsent ist denn überhaupt diese Thematik in Frankreich? Deutsche Wiedervereinigung. Oh, das ist, dafür interessieren sich die Franzosen tatsächlich sehr stark. Ehrlich? Weil, dieser Mauerfall, das ist schon ein so tolles Erlebnis gewesen, das ja auch nicht nur Deutschland erschüttert hat, sondern ganz Europa. Und die Franzosen interessieren sich sehr stark dafür. Interessieren sich sowieso, finde ich, sehr stark für Deutschland. Nehmen auch ganz häufig mittlerweile, also wir sind jetzt nicht nur noch die Bösen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, sondern haben tatsächlich auch mittlerweile gerade durch auch unsere Umweltpolitik und solche Sachen, sind wir schon so ein bisschen auch zum Beispiel geworden für Franzosen, manchmal, für einiges. Das heißt also, in Deutschland wird jetzt gerade die letzten Tage und es wird noch bis nächste Woche gehen, in jeder Sendung eigentlich die Frage diskutiert, ist die deutsche Einheit, die deutsche Vereinigung gelungen oder nicht, jetzt Bilanz nach 30 Jahren? Heißt es dann, die Franzosen würden sagen, ist doch super gelaufen? Oder weil die waren ja auch nicht, zumindest politisch, nicht sofort dafür. Da gab es ja schon auch Widerspruch. Ich glaube, dass viele europäische Länder ein bisschen Angst vor der Wiedervereinigung hatten, weil keiner wollte ja so gerne, dass Deutschland wieder groß und stark wird, sondern nach den Schandtaten der Nazizeit war es, glaube ich, allen ganz recht, dass Deutschland getrennt und ein bisschen geschwächt und noch überwacht und so von den Alliierten immer noch so ein bisschen kontrolliert wurde. Und ich glaube, viele hatten erstmal Angst davor. Ich glaube auch, dass man das mittlerweile in Frankreich schon, die sagen würden, das hat gut geklappt mit der Wiedervereinigung. Das wollten auch alle und da freuen sich auch alle. Ich glaube, dass es vielleicht in Deutschland ein bisschen schwieriger ist. Ich bin da jetzt nicht mehr so drin, aber das liest man ja vielleicht im Buch auch so zwischen den Zeilen, dass ich da auch so ein bisschen kritisch bin, weil ich denke, dass es eigentlich hätte besser laufen können, besser für die Ostdeutschen laufen können. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf bei der zweiten Szene oder vielleicht auch, wenn Fragen hier gestellt werden. Ich habe überhaupt nicht die geringste Vorstellung, auf welches Interesse so ein Buch jetzt in Frankreich stößt. Also wann hast du es veröffentlicht? Wann ist es erschienen? Das ist pünktlich, also glaube ich, eine Woche vor dem 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls. Anfang November im letzten Jahr rausgekommen. Mhm. Also schon fast ein Jahr? Das ist schon fast ein Jahr okay. Alt. Wie ist das Feedback? Wie sind die Besprechungen? Wie verkauft sich's? Gut. Wird es genutzt in Schulen? Weißt du da was drüber? Ja, also das ist natürlich jetzt wegen Corona wieder ein bisschen schlechter alles geworden, weil die Buchläden zugemacht haben und ich auch nicht in Schulen durfte, um auch über das Buch zu sprechen und über die Zeit zu sprechen. Aber ich habe jetzt im Herbst habe ich mehrere Termine. Ich hoffe, dass die nicht abgeblasen werden in Gymnasien, gerade auch in zweisprachigen, in bilingualen Schienen, Deutsch, Französisch, wo ich dann auch tatsächlich Deutsch sprechen soll. Nicht schlecht. Klappt ja noch, ne? Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich mich sehr einfach ausdrücke. Ich weiß nicht, wie gut die Deutschkenntnisse sind bei Deutschklassen in Frankreich. Also die Französischkenntnisse bei Französischklassen in Deutschland sind nicht existent. Das krieg ich noch hin. Das funktioniert, okay. Und
Also spielt es zum Beispiel jetzt in den Besprechungen oder in dem Feedback, das du bekommst, eine Rolle, dass du Deutsche bist? Wird es dann immer so als erstes genannt? Eigentlich heißt es ja unaussprechlicher Vorname Petersen oder? Nein, es ist wichtig, glaube ich, dass es aus deutscher Sicht geschrieben ist. Auch, dass es aus der Sicht eines jungen Mädchens geschrieben ist zu der Zeit, weil es dann noch nicht so trocken analysiert ist, sondern paff, so ein etwas frontaleres, vielleicht auch manchmal ein bisschen naiven Ton bekommt. Hat eigentlich, glaube ich, vielen ganz gut gefallen. Mhm. So. Also wir in Deutschland stellen uns das ja so vor, dass in Frankreich alle Comics lesen. Und dass das auch bedeutet, dass Comics nicht nur eine höhere Anerkennung besitzen, sondern alle Comic-Künstler reich sind und ganz viel Geld verdienen. Schön wär's. Durch die unglaublich vielen verkauften Bücher. Aber dass man mit Comics zum Beispiel auch intensiv in Schulen arbeitet. Es gibt dieses Magazin Topo, mhm, und da gibt es eigentlich eine ganz witzige Geschichte, die uns im Vorfeld passiert ist. Also Wiebke hat, als wir über die Lesung gesprochen haben, diese Seite hier zum Beispiel als Topo-Seite bezeichnet. Pashtopo. Heißt das wirklich so? Wird das so genannt? Ich habe das so genannt, weil das halt so ein Topo ist halt, das ist halt dieses, dass man auf einen Punkt kommt und etwas erklärt und um ein Thema herum das. Ja. Magst du kurz erklären, was das ist für ein Magazin, oder soll ich was sagen? Ja, sag du lieber. Okay, also das ist ein Magazin, das erscheint 6-mal im Jahr, alle 2 Monate, und richtet sich an die Zielgruppe von, ich würde mal sagen, ab 12, von 12 bis 20 so ungefähr. Für die unter 20-Jährigen. Für die unter 20-Jährigen, et le sautre. Und es geht eigentlich immer um politische, ökologische, soziale Themen, um Reportagen, wo in 90% der Fälle auch Autoren und Zeichner getrennt sind, also das nicht aus einer Hand stammt. Und die werden aber als Comic sozusagen vorgeführt. Also in dem geht es jetzt hier um Bobby Brown und über Rap relativ viel, da gibt es dann so einen Schwerpunkt, es gibt wunderbare Rubriken. Ist es wirklich so ein Paradies? Ist es wirklich auch ein Bildungsgut, Comic? Ja, das ist jetzt ein ganz wunder Punkt, den du da anschneidest, denn das ist ja in diesem Jahr 2020 ist ja l'année de la bande dessinée, das ist ja das Comic-Jahr. Und in Frankreich ist es natürlich schön, es lesen tatsächlich viele Leute, nicht alle, aber sehr, sehr viele Leute Comic, und Comics werden auch tatsächlich in Schulen sehr viel genutzt. Also Comic-Autoren werden auch in Schulen eingeladen, um über ihre Arbeit zu sprechen und auch um die Schüler manchmal zum Zeichnen zu zwingen. Ein bisschen. Und solche Sachen. Aber da es sehr, sehr viele von uns gibt und sehr viele Bücher, es kommen in Frankreich an die 5000 neuen Comics im Jahr auf den Markt. Da kann man sich vorstellen, jede Woche sind das, ich weiß nicht, so schnell kann ich im Kopf nicht rechnen. Na, relativ Menge. Einfach 100. Es sehr, erscheinen sehr 5200 pro Jahr. Und ja, genau. Und das ist natürlich sehr schwer für jedes einzelne Buch, da man sich ist relativ schnell wieder aus der Auslage ganz draußen, schnell, also die Bücher bleiben nur ganz kurze Zeit in den Buchläden, dann kommt schon wieder die Welle Neuerscheinungen, ja, und viele, also es ist schon mittlerweile sehr schwierig mit einem Buch so viele Exemplare zu verkaufen, dass man da tatsächlich auch von leben könnte. Und das ist, wie gesagt, also in diesem Jahr hatten wir einige Sachen vor, um die Menschheit darauf aufmerksam zu machen, aber hier ist ja alles ausgefallen. Also auch das Jahr des Comics ist ins Wasser gefallen. Also heute ist die. Und deswegen umso besser. Genau, aber das ist die erste Veranstaltung hier in Frankfurt zum BD 2020. Leider. Aber es gibt vielleicht noch eine, mit viel Glück. Bevor wir den zweiten Teil der Lesung machen und auch ausdrücklich der Wunsch dann ans Publikum ist, selber gerichtet ist, Fragen zu stellen, habe ich noch eine Frage.
was deine Produktionsweise anbelangt. Du hast relativ viel veröffentlicht, aber das ist das erste Buch, das auf Deutsch übersetzt wurde. Genau, das ist schon das 10. Buch genau. In Frankreich. 10 Bücher ist nicht ohne. Und du hast 160 Seiten in 7 Monaten geschafft. Das war anstrengender als Rudern. Wir hatten vor 2 Jahren eine junge amerikanische Zeichnerin hier, Tilly Walton, die alle Preise der Welt inzwischen gewonnen hat und pro Jahr ungefähr ein 500-seitiges Buch rausbringt, die vorher Eiskunstläuferin war, also auch Leistungssportlerin. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Leistungssport und Produktivität beim künstlerischen Produzieren? Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass ich werde manchmal auch gefragt, warum ich denn jedes Jahr sozusagen ein neues Buch rausbringe, warum ich mir denn nicht mal ein bisschen mehr Zeit lasse. Und das ist einfach nicht möglich, denn ich hätte gerne manchmal ein bisschen mehr Zeit, die Dinge sacken zu lassen. Aber ich muss eigentlich jedes Jahr ein Buch rausbringen, sonst kann ich meine großen Kinder nicht ernähren. Ja. Ich glaube, das hat mit dem Sport nichts zu tun. Es ist einfach auch ein gewisser Druck da, dass man mit einem Buch, selbst wenn es relativ gut läuft, nicht über die Runden kommt. Okay. Das heißt, wie ist dein Rhythmus, wenn du arbeitest, dein Tagesrhythmus, wenn du einen Comic zeichnest? Also das ist ganz schwierig. Ich bin ein Workaholic sowieso. Ich habe jetzt für im selben Boot, da das ja in 7 Monaten fertig sein muss, und ich wusste auch gar nicht, ich habe vorher kein Szenario geschrieben, das jetzt zu meiner Arbeitsweise. Ich habe angefangen zu zeichnen und die Geschichte zu erzählen und wusste gar nicht, wo die hinführt. Das ist sehr ungewöhnlich, also das ist relativ ungewöhnlich, ja. Aber ich fand es so spannend und so, ich habe sehr schlecht geschlafen, weil ich mir nachts dann überlegt habe, immer, wie mache ich es morgen weiter? Ich habe jeden Tag eine leere Seite aufgeschlagen und dann geschrieben und gezeichnet, hopp, am nächsten Tag dann wieder eine. Und mein Verleger hat gesagt, wie viele Seiten werden es denn? Und dann habe ich gesagt, ja, so 100. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, oh, 120, 140, 160. Und hat er gesagt, stopp, 160 Seiten. Dann meinte er, das schaffst du doch gar nicht. Dann habe ich gesagt, doch, das schaffe ich. Und dann war Deutschland vereinigt. Und dann, genau. Super. Und deswegen, also 12 Stunden am Tag sitze ich schon. Echt? Ja. Und Wochenende auch. Also Wochenenden habe ich eigentlich nie. Entweder bin ich auf Widmungsterminen bei Comic-Festivals oder ich arbeite. Das heißt, du siehst deine Kinder tatsächlich gar nicht. Ja, das finden die aber, glaube ich, gar nicht so schlecht. War aber nicht immer so, schätze ich mal. Nein, es ist auch mittlerweile ja so geworden, dass ich, als sie klein waren, habe ich noch nicht so viel gearbeitet. Und okay. Wir lesen mal kurz weiter. Den zweiten Teil, der ist nicht mehr ganz welche so lang. Seite, auf welcher Seite sind wir denn? Jetzt. Wir sind auf der Seite, die charmante Ost-West-Unterschiede. Ich weiß nicht, welche Seite das ist. Ah, ich hab's. Hast du es? Ja. Gut. Die charmanten Ost-West-Unterschiede. Und das nennst du guten Geschmack? Logo, das sieht man doch. Während die Wessis bereits die scheußliche Mode des neuen Jahrzehnts ertrugen, liefen die Ossis noch im 80er-Jahre-Look herum. Netzhemden, Moonwash-Jeans, Schnurrbärtchen und Nackenspoiler inklusive. Wir entdeckten unsere Sprache in uns bislang unbekannten Dialekten. Die beiden Goldschätze aus Leipzig wurden es nicht müde, uns zum Lachen zu bringen. Vielleicht muss man ganz kurz sagen, was inzwischen passiert ist, damit das müssen wir machen, sonst ist die Desorientierung. Ach so, ja, das ist jetzt, genau, das ist jetzt in Ratzeburg bei dem im Trainingslager dieser nun ersten gesamtdeutschen Junioren-Nationalmannschaft, zu der ich das Glück hatte, nominiert worden zu sein. Und da haben wir halt so richtig die ostdeutschen Ruderinnen und Ruderer zum ersten Mal wirklich kennengelernt und die dann auch jetzt nicht mehr unsere Konkurrenten waren, sondern wir saßen da halt dann jetzt schon in einem Boot. Okay, und dem Ganzen geht aber schon auch so ein Konkurrenzkampf voraus. Ihr dachtet zuerst, die sind alle gedopt und die haben den ganzen Tag, sie waren Vollprofis, seit sie 12 sind und die sind viel besser als ihr. Ja, aber ihr habt euch noch ganz gut gehalten als Wessis. Ja, im Prinzip war es auch wirklich so, dass wir gar nicht dasselbe Format hatten. Also ich bin ja auch nicht klein, aber
Die überragten, also unsere Konkurrentinnen überragten uns schon haushoch. Und es waren auch, also zu dieser ersten gesamtdeutschen Junioren-WM oder die, zu diesem, in dieser Nationalmannschaft waren auch sehr wenig westdeutsche Ruderer vorhanden. Okay. So. Also das war jetzt nicht richtig deutsch, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das merkt hier keiner. Also es waren aber keine Buhschreie aus dem maskierten Publikum. Wie sagt ihr nochmal gleich Zweier ohne? Zweier ohne. Nochmal. Zweier ohne. Nochmal, bitte. Zweier ohne. In der Ex-DDR war Dauerwelle immer noch der Hit. Viele Ruderinnen des Teams trugen künstliche Locken. Die Vornamen waren oft inspiriert von amerikanischen TV-Serien. Es gab da Mandy, Sandy, Peggy, Conny, aber auch französische Namen wie Jacqueline und Chantal. Bei den Jungs gab es Danny, Ronny, Mike, Ike und Enrico und ein paar total altmodische deutsche Namen wie Heino und Kuno. Soll ich die Fußnote dazu? Hau rein. Brauchen wir nicht. Doch, doch. Ach, brauchen wir doch. Niemals würde ich mich über einen Vornamen lustig machen. Ich selbst habe ja einen Namen, den ich mir selbst niemals ausgesucht hätte. Wiebke bedeutet Weibchen, kleine Hexe oder kleine Kämpferin. Sobald die Pyjama, also das sage ich jetzt nochmal eben dazu, weil die ostdeutschen Ruderer, die hatten so Trainingsanzüge, die sahen fast aus wie Schlafanzüge. Und waren dann auch häufig in so verwaschenen Bordeaux-Farben. Und ich gebe zu, dass wir uns in dem Alter so ein kleines bisschen lustig gemacht haben am Anfang, als wir diese Pyjama-Monster-Riesen auf uns zukommen sahen. Das ist aber nicht bösartig, aber es, so. Sobald die Pyjama-Trainingsklamotten ausgezogen und die Haare nass waren, gab es keine äußerlichen Unterschiede mehr. Beim Schwimmen im See konnte ich feststellen, dass die Jungs aus dem Osten dieselbe Anzahl von Gliedmaßen besaßen wie die aus dem Westen. Hey, was soll das denn? Reg dich ab, wissenschaftliche Grundlagenforschung. Der Schlagmann vom Doppelzweier und die Schlagfrau vom Doppelvierer waren ein Paar. In ihrer KJS, in der Kinder- und Jugendsportschule, das ist die Abkürzung, wohnten sie im selben Zimmer, im Westen undenkbar. Das gehörte zur DDR-Politik. Wenn junge Leute ihre Sexualität frei ausleben dürfen, akzeptieren sie bereitwilliger die mangelnde Freiheit in anderen Bereichen. Muss man sich merken. Ebenso das jetzt. Jetzt kommt der Teil, wo Sie dann heute Abend, wenn Sie nach Hause kommen, sagen können, wir haben was gelernt. Das kommt jetzt. Das Kullen. Also alle lernen jetzt nicht was, denn es gibt hier Experten im Raum. Stimmt, manche wissen es schon. In der BRD ruderte man mit der rechten Hand unter und in der DDR über der linken Hand. Die Auslegerhöhe war je nach Technik geriggert. Oh, da ist ein Fehler. Da steht ja geriggert. Das ist aber eigentlich, müsste das geriggert heißen mit IE, sage ich jetzt mal. Wo ist mein Verleger? Es war also unmöglich, die Ost- und die Westtechnik im selben Boot zu mischen. Vom Herbst 1991 an mussten die Skull-Ruderer der Ex-DDR die Technik des Westens übernehmen. Warum? Weil es eben so war. Die Ostdeutschen hatten sich an die Westdeutschen anzupassen. Aua, aua. Sobald ich müde werde, rudere ich automatisch wieder wie vorher und hau mir die Hände kaputt. In Ratzeburg musste Isi, das ist eine westdeutsche Ruderin, die aber in einem ostdeutschen oder ostdominierenden Vierer saß, die musste diese Technik umändern, also einmal andersrum. In Ratzeburg musste Isi diese schmerzhafte Erfahrung machen. Sie war die einzige Skullerin aus dem Westen und musste sich ausnahmsweise an die Technik ihrer drei Partnerinnen aus dem Osten anpassen. Keine fünf Tage später. Moment. Ach nee, wo waren wir denn da? Wir springen. Wir machen einen kleinen Sprung. Hopp, 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 da sind wir doch. Die Sexszene wird wieder weggelassen. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Dr. Wang, der chinesische Sportarzt, begleitete regelmäßig die Sportler auf dem Wasser.
Er wachte streng über unseren Milchsäuregehalt, Haushalt und die Pulsfrequenz. Jetzt geht's an die Reserven-Girls. Letzte Minute, maximaler Klafteinsatz. Sein singender Akzent gab der deutsch-deutschen Veranstaltung eine exotische Note. Atmen, Kathi, das reicht für heute. Sehr gut, nur noch ein kleiner Pieks in die Ohren. Allabendlich hingen wir völlig ausgepumpt vor dem einzigen Fernseher für 58 Leute im Aufenthaltsraum der Akademie ab. Im ersten läuft ein Krimi. Wer ist dafür? Ich will Fußball gucken. Bist du bekloppt? Sport machen wir doch den ganzen Tag. Ich bin hier die Herrscherin der Fernbedienung. Jeden Abend dasselbe Gefeilsche. Und jeden Abend landeten wir bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner, MTV. Es war der Sommer, in dem Michael Stipe und die von R.E.M. ihre Religion verloren. Indem wir jedes Mal bei Chris Isaacs Video Wicked Game Lotte Olen bekamen. Seal wurde crazy und die Scorpions pfiffen immer, immer wieder ihren Wind of Change zu Ehren der Wiedervereinigung. Der Song hat mich immer genervt, aber damals konnte ihm keiner entkommen und deshalb müsste der heute Abend auch durch. Und ganz nebenbei, keiner merkte nix, wurde aus Ryder Twix. Guck mal, alles geht flöten, seit die Ossis in Wessiland sind. Geil. Geil oder gell? Gell. Gell. Pass auf, morgen knüpfen wir uns das Snickers vor. Diese Neckereien waren nicht böse gemeint. Wir saßen ja längst alle im selben Boot. Jetzt blättern wir aber nur um, ne? Mhm, jetzt blättern wir nur um. Und dann, eines Tages, kamen die offiziellen Klamotten an. Eine dicke Sporttasche für jeden. Oh nein, Kathi, das darf nicht wahr sein. Was ist denn? Na das hier. Glaubst du im Ernst, ich laufe mit dem elenden Geier auf der Brust rum? Das Wort Adler war tabu. Sportler und Sportlerinnen meiner Generation nannten das Nationaltrikot nur Geier, Zeichen unseres Unbehagens hinsichtlich der Vergangenheit unseres Landes. Das wirst du aber müssen. Hat Britta dir ihre Geier denn nie gezeigt? Doch, klar. Sie hat die bloß nie angezogen. Nicht etwa aus Angst, angeberisch zu wirken, sondern um auf keinen Fall auf nationalistisch zu machen. Jede Tasche enthielt 6 Geier mit verschiedenen Ärmellängen. Einen Jogginganzug in Kotzgrün sowie andere milde Gaben, alle mit der verhassten deutschen Flagge versehen. Und diese unmöglichen Eimer, damit wir uns komplett zu Idioten machen. Mir ging es genauso, als ich vor 2 Jahren meine ersten Geier ausgepackt habe. Aber man gewöhnt sich dran. Und wenn ich mich nicht dran gewöhnen will? Meine Geier bleiben bis zur WM im Käfig. Ich trage die nur zu den Wetten, zu den Rennen. Wetten? Bereits am nächsten Tag musste ich feststellen, dass wir geiertechnisch doch nicht alle im selben Boot saßen. Jedenfalls hatten nicht alle dieselben Skrupel. Oh, wie ich sehe, trainiert der Zweier mit schon im Geier. Faschos. Was hast du gesagt? Nee, du, ich hab dich was gefragt. Hast du ein Problem? Ich? Ein Problem? Du bist mein Problem. Du und deine Freunde. Ihr seid mir ein bisschen zu patriotisch für meinen Geschmack. Siehst du hier ein einziges anderes Boot im Geier? Wohl kaum. Weil noch keine Geierzeit ist, Billy. Du kapierst doch gar nichts, du dumme Prinzessin. Hier geht's nicht mehr um deinen kleinen Verein. Du vertrittst jetzt dein Land. Ich meine, unser Land. Denkst du, der blöde Adler gefällt mir? Im letzten Jahr hatte ich den nicht auf dem Trikot. Und jetzt passe ich mich an. Ich tue den ganzen Tag nichts anderes. Habe ich die Wahl? Du kannst wählen. Du kannst wählen. Du kannst wählen. Wenn es dir hier nicht passt, dann fahr doch nach Haus, Prinzessin. Ein Loch im Boden zum Verschwinden, bitte. Was geht denn hier ab? Habe ich was verpasst? Hatte Marco, der Einerruderer, just an diesem Tag sein DDR-Trikot rein zufällig angezogen? Oder war das seine Antwort auf die Landung der Geier gewesen? Egal. Aus welchem Grund, es entspannte jedenfalls die Atmosphäre gewaltig. Wow, irre! Ein Stück fürs Heimatkundemuseum. So jung.
und schon vintage. Gefällt's dir wirklich? Dann schenk ich's dir. Aber Marco, das kann ich doch nicht annehmen. Doch, kannst du. Ich habe mehrere davon, bitte. Oh, danke, Marco. Küsschen. Lass ihn leben, kleiner Tiger, der See ruft. Okay, du bist kein Fascho. Du hast halt bloß eine Schwäche für Raubvögel. Billy, unser Ornithologe. Verpiss dich. Ist jetzt kein Happy End, aber wir wissen, dass es weitergeht. Und das ist der zweite Teil der Lesung gewesen. Und passend dazu hat Wiebke was mitgebracht aus Saint-Étienne. Genau, gekramt, es ist nämlich, um noch einmal zu zeigen, dass das natürlich alles total autobiografisch ist, habe ich ein Trikot aus der DDR. Das Trikot von Marco. Das ist ein bisschen groß für mich, also für mich ist es ein Kleid, aber ich finde es immer wieder schön. Und es ist hundertprozentig Baumwolle, ne? Das würde heute vermutlich nicht mehr so richtig denkbar. Es ist, ja, so, es ist nicht so ein Kunststoff. Aber es ist tatsächlich, also ich bin sehr stolz darauf, weil das wirklich so ein Stück deutscher Geschichte ist. Sieht super aus, finde ich. Sieht super aus, ne? Ja. So, das packe ich jetzt wieder weg. Okay. Ja, das war der zweite Teil unserer Lesung. Und bevor ich irgendwie jetzt weiter ans Plaudern komme, freuen wir uns über Fragen aus dem Publikum, die übrigens auch gerne auf Französisch gestellt werden können. Das ist kein Problem, du sprichst recht gut. Ich kann das dann übersetzen. Gibt es denn eine Frage direkt an Selba? Na, jetzt traut euch doch mal. Jetzt lass mal Zeit. Das ist jetzt reden wir hier die ganze Zeit und keiner traut sich, eine Frage zu stellen. Ach, da oben ist eine Frage. Ja. Ich muss mal kurz die Frage wiederholen, ja, damit man es ob es einen Auslöser gab, ne? Genau, gab es einen Auslöser, könnt ihr auch selber wiederholen. Ein Auslöser, also der richtige Auslöser für das Buch war tatsächlich dieser Geburtstag des 30-jährigen Mauerfalls. Ich hatte sowieso schon mal Lust, diese Geschichte zu erzählen, weil ich finde, es war schon eine sehr aufregende Geschichte, die ich da erleben durfte. Und ich hätte jetzt nicht nur ein Buch übers Rudern gemacht, weil ich dachte, komm, Rudern, da interessieren sich ja kaum Ruderer für. Aber jetzt eingebunden in die deutsche Geschichte, dachte ich mir, ist das vielleicht, also das war schon der Auslöser, war schon dieses Jubiläumsdatum, dass ich mir gedacht habe, ich erzähle jetzt meine kleine Geschichte in der großen Geschichte des Landes. Und ich finde, das passte auch ganz gut in dieses Alter, so 16 bis 18. Das ist ein Alter, in dem verändert man sich ja sehr stark, in dem wird, oder bin ich zumindest, vom Mädchen zur Frau geworden. Und da hat sich auch das Land so weiter fortentwickelt und verändert. Und ich dachte, das passt eigentlich ganz schön, weil für mich ist es wirklich ein Buch über Veränderungen auch und über Weiterentwicklungen. Hat das deine Frage beantwortet? Ach. Moni. Ich habe auch eine Frage. Wie bist du denn klar. Wie bist du denn von der Ruderin zur Zeichnerin geworden? Ja, also Zeichnerin war ich vorher schon. Die Frage wiederholen. Also die Frage war, wie du diesen Sprung gemacht hast. Zuerst warst du Ruderin, dann Zeichnerin. Wie kam das? Also eigentlich war ich erst Zeichnerin, zwischendurch dann mal Ruderin und dann wieder Zeichnerin. Ich habe schon immer wahnsinnig gerne gezeichnet. Ich glaube, das ist auch sicherlich meine Mama nicht ganz unschuld, weil die war gegens Fernsehen, wie ich heute auch, und hat uns lieber Blätter und Stifte in die Hand gedrückt. Und deswegen habe ich sowieso schon sehr viel gezeichnet, als ich von klein auf. Und das ist dann irgendwann wirklich zu meinem Lieblingsausdrucksmittel geworden. Und zwischendurch kam dann halt dieses Rudern mit rein, denn man muss ja auch Sport machen. Und wie gesagt, ich bin da meiner Schwester so ein bisschen hinterher gestolpert in den Ruderclub. Und habe ich dann gemerkt, dass es da viele Jungs gab, denn ich war ja auf einer Mädchenschule, da gab es sowas ja nicht.
Und deswegen habe ich mich fürs Rudern begeistert, aus ganz niederen Gründen. Und dann irgendwann hat das Zeichnen doch wieder, ich wollte ja sowieso nicht professionelle Ruderin werden. Und dann habe ich, das Zeichnen hat es mich wieder geholt. So. Darf ich dann nochmal nachbohren oder ist es... Ja, bohr mal. Indiskret? Ich meine, du sagst, du hast keine Lust gehabt zu rudern und wurdest Weltmeisterin. Ja, und aber zwei Jahre später waren die Olympischen Spiele. Ah, und das Buch endet damit, es ist, glaube ich, kein Spoiler, dass du sagst, alles easy, ich gehe jetzt nach Frankreich. Da ist doch nochmal, also hast du nie mit dem Gedanken gespielt, zu den Olympischen Spielen zu gehen? Deutschland Nein. ist eine super Rudernation, hat die Weltspitze lange dominiert, zu der Zeit auf jeden Fall. Das wäre ja nicht so übel gewesen, oder? Also das ist, ich hatte, wie gesagt, beim Rudern sowieso nicht so richtig Ambitionen. Es ist immer angenehmer, man steht auf dem roten Teppich, als hinterher zu rudern. Deswegen, ich glaube, dass ich einfach deswegen, wenn man schon 7-mal in der Woche trainieren geht, dann lieber auch gewinnen. Und irgendwann haben wir mal bei so einem Test, weiß ich nicht, hat ein Ruderer zu mir gesagt, das schafft ihr ja eh nicht. Wenn jetzt erstmal die Ostruderinnen kommen, da seid ihr weg vom Fenster. Und da habe ich mir gedacht, du kleines Arschloch, Verzeihung, wieder ein Schimpfwort, das werden wir ja sehen. Mhm. Und ich glaube, dass meine Ambition immer eher so war, dass ich beweisen wollte, dass ich was beweisen wollte. Und danach musste ich mir das auch nicht mehr beweisen. Ich dachte, okay, wenn man das wirklich will, dann geht das irgendwie. Und dann wollte ich was anderes wirklich und geht auch irgendwie. Und warum Frankreich? Also ich habe die französische Sprache schon immer sehr geliebt und ich habe dann irgendwann im zweiten Studiumjahr, war das glaube ich, hing bei uns in der Cafeteria ein Plakat mit Erasmus austauschen und dann habe ich gedacht, Erasmus, habe ich gedacht, das mache ich. Da Saint-Étienne, keine Ahnung, wo das ist, schreibe ich mich trotzdem ein und dann bin ich nach Saint-Étienne gereist und habe da diesen Austausch gemacht. Erstmal 4 Monate und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich noch direkt ein Jahr dran gehängt habe und da habe ich dann meinen Mann kennengelernt und ja, dann bin ich hängen geblieben. Klingt plausibel für mich. So ein Klassiker ist das, sehr unoriginell eigentlich. Ich überlege mir gerade eine originelle Zuspitzung, weil ja das irgendwie die Franzosen schon auch so die Weltmeister im Comic sind, ne? Also es braucht ja schon ein gewisses Selbstbewusstsein, um in Frankreich anzufangen, Comics zu machen. Vielleicht mehr als in Georgien oder ich weiß es nicht, also weil da ja schon die Meisterinnen und Meister sind. Aber vielleicht denkt man gar nicht so, oder? Nee, so denkt man nicht. Ich glaube, dass ich sonst auch vielleicht gar keinen Comic gemacht hätte, weil in Frankreich habe ich Comic entdeckt und habe diese Vielfalt entdeckt und da wirklich meine ersten Aha-Erlebnisse gehabt, dass ich mir gedacht habe, boah, das ist ja gar nicht... Ich dachte immer, Comic wären nur Kästchen und Sprechblasen und auch nur Sachen eher für Kinder. Und dann habe ich meine ersten Graphic Novels gelesen und das hat mich weggepustet. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja Wahnsinn, das darf man alles machen, dann darf ich das vielleicht auch. So. Ich schaue nochmal in die Runde, ob es noch eine Frage gibt. Hat denn mein kleiner Cousin keine Frage? Ach nee. Clevere Antwort, selbstbewusste Antwort. Das ist ein cleveres Bürschchen. Dann erlaube ich mir, ich bedanke mich erst bei dir und bitte um nochmal einen großen Applaus. Ich danke. Selber. Also ich bedanke mich, dass ihr heute Abend alle gekommen seid und hier bereitwillig mit Maske sitzt und danke für, dass du die Stimmen alle gemacht hast, auch von Schwester Heriburg. Ich war auch, das ist sehr gut gemacht. Ich war auch im Kloster, im Internat. Ehrlich? Deswegen. Aber da gab es keine Mönche mehr und schon gar keine Nonnen. Genau. Ja, ich würde dann sagen, dass wir jetzt aus der Sendung sozusagen rausgehen, aber trotzdem noch ganz kurz da bleiben, weil ich gerne noch eine kurze Werbung machen würde.
für wie es weitergeht bei Stories und Strips und auch nochmal darauf hinweisen möchte, was jetzt als nächstes passiert. Sind wir raus? Noch nicht, aber du kannst sie dann ja irgendwann machen. Ich laber einfach weiter. Ja,